Nord-Gerudo-Feld. Perleneinöde. Das ist ein Dorf. Die Gerudo-Girls sind immer... Ha! Command-List. Hat er abgerufen. Und dann kriegt er alle Commands. Hm. Wer hat das gemacht? Censo. Zum nächsten Titan vorrücken. Okay, die gibt den Fahrplan an. Aber wir können Story-Quests markieren, hat er gesagt. Guck mal, hier ist so eine Straße. Geil, meinst du, wir können Motorrad fahren? Hä? Wie kommst du denn auf Motorrad jetzt? Weiß nicht, in GTA geht das. Küstenstraße. Meinst du nicht? Reiten könnten wir. Was ist das? Gerudo-Tal. Ausrufezeichen Liebe, ihr seid uns die schönsten, tollsten und liebsten. Wir sollten gucken, dass wir die Gerudos finden, weil die sind immer sehr attraktiv. Warte mal, wo lang jetzt? Da lang will ich. Ich will erstmal ins Gerudo-Tal. Und dann zum Titan. Oh, einverstanden? Oh, guck mal, sind alles hier. Hier sind Menschen auch vielleicht? Oder sind das Böswichte? Oh, guck mal. Wo, was? Nee, die Blobs. Oh je, okay. Aha. Oh. Ha, viel Fieses. Ob man sich hier auch hätte hochkämpfen müssen, möglicherweise? Sollen, hätte. Hier runter oder weiter? Wir sollen zuerst die Story Quests wieder aktivieren auf der Karte. Da ist ein Croc. Ja, I see. Wollen wir das machen? Story Quests aktivieren? Ja, machen wir. Oh, da ist ein Schrein! Aber wo? Vielleicht unten? Ah. Oh, das geht aber flott. Das ist flotter. Erstmal den Schrein. Ja, müssen wir gleich markieren, ne? Wissen wir doch, dass da hingeht. Quest. Müssen wir nicht. Gehen wir jetzt direkt hin. Ja, ja, aber ich will kurz. Mhm. Was ist das? Da sind die, ja. Story-Quest aktivieren. Mhm. Quest-Stories. Haben wir lange nicht gemacht. Story, habe ich das Gefühl. Ach ja. Hm. Warte mal. Ach so. Die vier Titanen. Besiege Ganon. Fallen lassen? Oh, sind zu langsam. Scheiß. Verdammt. Okay, machen wir den Schrein und dann gehen wir zum Titan, so wie Digi befohlen hat. Den Croc lassen wir liegen? Mhm. Oh Mann, wie unbefriedigend. Krass, coole Konstruktion. Mhm. Guck mal, da gibt's doch auch, da kann man auch irgendwie was machen. Mit den Lastenaufzügen. Guck mal, da hinten noch ein Schrein. Lass uns das Lastenrätsel lösen. Wollen wir nicht erst da drauf? Ah! Wow. Nee, da steht die Kiste. Ja, ich wollte trotzdem mal gucken, was passiert. Na, reicht so jetzt nicht mehr, leider. Ich muss aufs Klo, glaube ich. Glaubst du? Mach das gleich, wenn ich kochen kann irgendwo. Das ist ein ganz schön massiver Block. Was wird eigentlich gespielt am Tabletop-Tag? Oh, wir haben richtig viel uns überlegt. Oh, haben wir uns viel überlegt. Nee, ohne Scheiß jetzt. Also das Highlight wird der Star Wars, das Star Wars Pen and Paper sein. Ne? So viel sei auf jeden Fall schon mal gesagt. Aber das hat bald alles geschrieben. Captain Sonar war, glaube ich, Thema, was richtig großartig ist. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Es wird X-Wing gespielt. X-Wing wollte bei dir auch spielen, genau. Er ist hart am Dösen. Mit dem Schwert da in der Hand. Will ihm seine Mittagsruhe stören? Bombenpfeil oder irgendwas Effektiveres.
Mach mal was Effektiveres als das. Du verschießt alle Pfeile. Oh. Wenn der Gegner einen nicht sieht, schnell mal pfeifen. Spielt ihr auch Star Wars Armada? Ich weiß nicht, ob wir auch Armada spielen werden. Auf jeden Fall X-Wing. Amina mag es nicht, wenn wir das tun. Das leuchtet. Schieß drauf. War nix. Ein Fall. Zitterling. Ein Schild? Ja, also rostiger Rotz. Gib ihm. Er für einen Stahl. Ja, die schwach, die. Warte, du könntest ihn. Der kann dir. Kann dich schocken, glaube ich. Glaubst du, ja? Hm? Hast du es an seinem glitzernden. Exalfos Schwanz gelb. Der Schwanz eines Elektro-Exalfos. Durch seinen unangenehmen Geruch ist er als Kochzutat unbrauchbar, doch als Zutat für Medizin wird er hoch geschätzt. Jichte, was wollt ihr? Aua. Dein Ernst? Unsere Leben sind übrigens. Also, ich bin. Alle. Bin ein Hero. Can be a hero, babe. Vielleicht müssen wir da mit Elektro drauf oder so. Mein Pfeil, wo ist er da? What the heck? er hat richtig gejault, ne? Der Troll, ey. Ich muss winkeln. Stinkender Schwanz. Stinkender Schwanz. Ungenießbarer Schwanz. Oh nein. Sitzt du im Kuchen? Ja. Oh Gott. Alles voller Krümel. Oh nee. Wir machen jetzt den Schrein. Können wir das nehmen vielleicht, das Ding? Alles. Dieser Topf nervt mich. Ich gehe zum Schrein. Und dann machen wir so, wie Digi gesagt hat, den Boss. Wir springen den Wolf. Dass du nichts jetzt hier machen willst. Ich will jetzt hier nichts machen. Ja, sag ich ja. Nervt mich. Du kannst doch nicht hier, wenn du schon so rumläufst, dann alles hinterlassen. Dann muss man hier überall nochmal durch. Nein. Doch. Geh weg vom Kuchen jetzt. Lass laufen. Laufen. Die Wolfis. Ja, die haben doch angefangen. Ich wollte ja nicht. So. Kann ja auch nichts für. Oh, Wolf. Vielleicht, weil du irgendwann mal Wölfe angegriffen hast. Jetzt haben sie sich alle verschworen gegen dich. Wenn dem Inneren eines Titanen die Vorräte zur Neige gehen, kehre zu einer Stadt zurück. Nach dem Einkauf kannst du dich im Handumdrehen zum Titanen zurück teleportieren. Mhm. Heilen, sagt Vanditechio. Ja, ist ein Hinweis. Ja, aber wir sind doch jetzt im Schrein, also da werden wir geheilt am Ende. Vielleicht kriegen wir auch einen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kenoi. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Das klingt scheiße. Du nimmst das und stellst es auf den anderen. Stellen nicht werfen. So ist das bei Marcel übrigens immer. Was ist wie immer? Stellst du das mal bitte zurück ins Magazin? Schlüssel. Ah, oh, ich hasse Schlüssel. Ich auch. Ah, aber das ist ein interessantes Rätsel. Cool. Mhm. Mini. Schießen, schießen, schieß auf ihn. Du hast nur noch ganz wenig Leben. Wenn er dich einmal angreift, bist du gefickt. Wer ist hier nach einem Angriff gefickt, hä? Du hast keinen Angriff bekommen. Du wärst nach einem Angriff gefickt. Ich bleibe bei meinem vorherigen. Ich höre was. Ja? Mhm. Toll. Oh. Kannst du nicht. Die Shrine-Intro war heute nicht on point. Ja, ist so. Beschwer dich da mal ruhig, Censo. Oh, noch sechs Stündchen. Marcel ist manchmal ein bisschen lax, was das angeht. Oh, Lissy hat auch bald die 200. Verrückt, ey. Das ist sehr viel. Da müssen wir ihr auch ein Lied singen. Guck mal. Siehst du mal. Gischte.
Das sind ja Rätsel, die sind ja kaum lösbar. Also, wer das überlegt hat. Hawk ist Mihawk. Ist mal raus für heute. Ahoi. Auf Wiedersehen. Schausen. Einen wunderschönen Abend. Und gute Nacht. Nacht. Auch. Wenn du schon schlafen gehst, weißt du ja nicht. Vielleicht nicht. Nee, der macht wahrscheinlich jetzt noch beim. Macht noch ein bisschen. Schless. Beim Schleff. Schless. Schleswig Holstein. Schleff. 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 Oh, ich würde mich nochmal heilen, mein Freund. Das machst du nie im Leben mit 2¼ Herzen. Ah! Ich kann mich doch eh. Ich werde doch eh wiederbelebt. Na super, da kann man ja dann mal ganz lax umgehen mit seinem. Obwohl, krass, der kann ja nix. Also. Hast du so eine starke Waffe gerade in der Hand? Du hast doch nur diesen Bumerang, oder nicht? Boom, 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 Bumerang. Komm ich immer wieder bei dir an. Wie ein Boom, 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 boom. Oh, vorsichtig. Ja, haben wir es wieder. Was macht das? Ach, warte mal. Guck doch mal in dem anderen Becken. Du musst das andere Becken rekonstruieren. Du musst das da reinstecken. In den Kasten vielleicht. Guck doch, wie es auf der anderen Seite ist, verdammt. Auch nicht. Da ist es auch nicht? Nee. Oh. Dann weiß ich es nicht. Aber hier läuft's. Ja, dann ist es doch richtig. Dann einfach die so voreinander. Die dürfen einfach nicht so viel Abstand wahrscheinlich voneinander haben. Sodass der noch britzelt und der andere noch britzelt. Also der hat jetzt noch Saft. So, und der muss jetzt nah genug an den anderen ran. Ja. Toll. Hä? Fing aber doof. War ja auch nix. Wasser leitet Elektrizität. Das war wirklich, also der hat mich ja nicht gefordert, muss ich gestehen. Dann nehme ich mir noch eine Gabel Kuchen. Warte doch noch kurz, bis wir gleich was kochen. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Wenn wir schon den Eintritt nicht gemacht haben, machen wir wenigstens den Austritt. Oh, das ist ein richtiger Ränge-Spoiler. Der Nerds-Account darf das nicht machen. Das wird hart bei 352 Stunden. Jetzt nehmen wir Kuchen. Ja, ich will auch Kuchen. Charu, na? Moin. Heiner? Lebst du noch? Wer ist denn Heiner? Wie viel Sternchen hat der denn wohl, der Charu? Na nu. Ob der noch Charu. Ein Newbie ist? Hey, na? Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Held bist du, ein auserwählter Held. Wohlerzogene Pferde folgen von sich aus Wegen. Hm. Wie von sich aus? Weiß ich nicht. Muss man da nichts machen? Gelesen. Dann muss man quasi so ein Auto. Was ist das? Oh, jetzt kommt er wieder, Alter, und holt wieder seine Gang. Ist das, warte mal, was wollte ich jetzt? Ach so. Das geht ja noch. Wir können uns ein Pferd jetzt wiederholen. Die Nebelmond. Auf jeden Fall wird die schön gekocht. Den sollten wir uns einmal anhören, haben sie gesagt. So sieht man sich wieder. Dir ist es wohl ergangen, hoffe ich. Da hast du ja einen ganz schönen Weg zurückgelegt. Selbst für mich war es nicht einfach. Du musst wissen, dass mein Meister Hofpadel der Königsfamilie war. Vor 100 Jahren sah er sich der großen Verheerung im Schloss Hyrule gegenüber und musste fliehen. Es war eine gefährliche Reise. Meine ist dagegen ein Spaziergang. Gefahr war sein ständiger Weggefährte. Tut mir leid, ich bin wieder ins Reden gekommen. Ich sollte mich wieder meiner Aufgabe widmen. Willst du das alte Heldenlied hören? Mit Vergnügen legen wir los. Singen! Jetzt kann ich ja mal ein Stück Kuchen essen. Nee, gleich wenn wir kochen. Ja, aber Hyrule, stolze Blüte unserer Welt, wurdest seit eh vom Bösen gequält. Quält. Das immer wiederkehrende Unheil, same. Ganon in Verheerung war sein Name. Name. Doch Hyrule war nicht hilflos verloren, denn immer wurden ihm Schützer geboren. Ob du mir bitte nicht auf die Hose kleckerst, sonst muss ich hier weiter meckern. Ein Ritter mit des Helden Blut, die Prinzessin mit der Göttin Blut. Gemeinsam trotzten sie Ganons Wut. Wut. Kunde der Schlachten inzwischen diesen das Gewalten ist uns in alten Liedern erhalten. Ich überspringe das, Leute, sorry, das haben wir schon gehört. Ist mega lang und langweilig. 2-2 zwischen Bielefeld und Stuttgart. Aha. Immerhin. Oh, Quest. Quest!
Hallo, hast du mal Freunde gesehen? Vier Reisende namens Venny, Armani, Nathane und Pamo. Ich sehe schon, du hast keine Ahnung, wen ich meine. Wir sind zusammen gereist, aber am Umetacke Hochlandpfad wurden wir plötzlich von Monstern angegriffen. Ich bin einfach nur gerannt, bis ich hier ankam. Aber dann, als ich mich dann umgedreht habe, da waren alle, sie waren alle weg. Es kann doch gar nicht sein, dass sie alle von den Monstern... Nein. Den anderen geht es bestimmt gut. Und deshalb bleibe ich hier, bis sie alle wieder da sind. Feigling. Wenn du sie zufällig am Pfad siehst, kannst du ihnen ausrichten, dass Goman hier auf sie wartet. Roman. Okay, wir holen uns ein Pferd und reiten dann... Wir könnten Pfad auch jetzt eine Runde kochen. Jetzt noch nicht. Schlaubi ist unterwegs. Wo ist er denn? Nebelmond, lass uns auf dir reiten. Genieß einfach die Aussicht.